Diese Wohnung habe ich in Deutschland für 150.000 Euro gekauft. Aber wie wohnt man am anderen Ende der Welt? Wie wohnt man günstig versus teuer, also wirklich teuer, in Bangkok, Thailand? Unser erstes Apartment liegt mitten in der Stadt. Ey, ist das Video von der Lautstärke her zu laut gerade? Ich kann es nicht tellen, weil wie gesagt, ich höre es nur mit einem Ohr. Passt, okay. An der Sukhumvit Road in der Megametropole Bangkok, was die Hauptstadt von Thailand ist. Und wer dachte, man kann in so einer Megametropole nur für sehr viel Geld leben, wird in diesem Video vom Gegenteil überzeugt. Denn was wir hier in Bangkok für 350 Euro bekommen, ist völlig verrückt. Ready for that one bedroom? Yes. Up to you. Please. Oh, thank you so much. Bro, what the fuck? Wow. Das ist übelst geil. Wanted an affordable condo, so we try to show you something which is very, very value for money. This is currently on the market at around 14,000 baht Lol. Per month. It's not listed for sales, however, aber wahrscheinlich ist das so da vor Ort, so wie bei uns sowieso 3k oder so. Estimated guide price for a condo like this in this project is anywhere between 3.1 to... Ich zahle euch auch alles so auf Chill oder just chatting at the offline chat. Tobi, ich habe keine Ahnung, was du nimmst, aber ich habe auch keine Ahnung, was du sagst. Danke für die 3 Euro, Bro. Um was geht's? 3,3 Millionen. Ach so, ich soll dich ins Team aufnehmen? Nee, auf gar keinen Fall. Bro, wir versuchen zu gewinnen. Schön und gut, aber wie sieht die Wohnung denn jetzt aus? Oh, obviously, this is the bedroom. Da steht doch umgerechnet, Mann, Jungs, seid ihr dumm? Ja, natürlich steht da 380 Euro. Aber ich meine, 100 Euro sind ja nicht sozusagen gleich viel wert, weil die Lebenserhaltungskosten zum Beispiel in dem Land viel weniger sind oder so. You know? Es gibt ja Länder, da verdienen die Leute irgendwie 20 Euro im Monat durchschnittlich, aber die kommen damit über die Runden, weil es da günstiger ist zu leben. Das meine ich. Und äquivalent sozusagen ist dann da 380 Euro viel mehr, als es bei uns ist. Warum hast du mich noch nicht für das Event über mein Management angefragt? Wally, du... Ich... Danke für die 3 Euro, Bro. Yep. Area, there's a bedroom, there's the dividing sliding doors, there's the living room, but there is a kitchen area and it's very conveniently tucked away in the corner. They've done the layout very well. They've got sliding door. Yep. So you can do your cooking and it can kind of like divide the space up. Very simple kitchen. It's for very simple cook an egg, cook some noodles. Digga, für 380 Euro ist das übelst krass, finde ich. Go out to eat. Yep. Übelst geil. Interestingly, they've put the bathroom. Sieht aus wie ein cooles Hotelzimmer mit einer Küche. So the bathroom is right next to the kitchen and there is a sieht doch alles mega clean aus. Ja, sehr modern. Oh wow. There's a washing machine. Oh wow, das ist echt cool. You can have your clothes on the balcony and it's kind of tucked away. You can have friends over and you won't see your underwear. The whole apartment is also equipped with AC, right? Yes. Also es ist, ich finde es wirklich unglaublich. Grundsätzlich muss man sagen, die Wohnung ist unheimlich smart geplant. Klein. Digga, wisst ihr, was Dave mir erzählt hat? Ich habe so das Video geguckt, dieses hier. 24 Stunden mit 100 Euro in Kuba, ne? Und ich meinte so, habe ihm so eine Sparnotiz gemacht, so meinte so, ey Dave, ich habe das Video übelst gefeiert, geiles Projekt, ich hoffe, das kommt gut an und so. Und dann hat er so zurückgeschrieben, ey Digga, ich war bei dem Video, also er meinte, dass er nicht so mega zufrieden war mit dem Video. Er meinte so, Digga, ich hatte den ganzen Tag so Dünnschiss einfach. Ich war so mega krank, ich musste alle 5 Minuten auf Klo scheißen, Bro. Und er meinte dann so, dass er am Ende auch so übelst am Schwitzen war. Ich glaube, irgendwo hier hat man es gesehen. Er meinte, er hat so geschwitzt, weil er so heftig kacken musste. Und ich war jetzt so, Digga, ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte, es ist einfach da warm gewesen, Bro. Aber er meinte, er war so heftig scheißen, dass er da so geschwitzt hat, Bro. Digga, what the fuck, Dave? Aber doch irgendwie sehr geräumig und offen. Hell, schick, modern. Beim Event hätten wir endlich mal Zeit, über 1994 zu reden. Thomas Gottschlag, ich brauche leider dann doch keinen mehr in meinem Team. Danke für die 5 Euro. Und das Ganze ohne Schnickschnack und perfekt, um mit einem Koffer anzukommen und direkt einziehen zu können, weil die Wohnung eben fertig eingerichtet ist. But obviously, this is a smaller one bed. You've got to wait to see the penthouse, which is massive, massive, massive. It's gonna be a totally different experience. Und bevor wir aber genau dazu kommen und uns anschauen, wie man für den 20-fachen Preis im 50. Stock in einem Penthouse in Bangkok wohnt, erstmal zu dem Teil des günstigen Hauses, der es wirklich so unvorstellbar macht, das Ganze für 350 Euro mieten zu können. Am top gepflegten Garten und dem voll ausgestatteten Gym vorbei, wo die Nutzung natürlich im Preis inbegriffen ist, ab in den 5. Stock. We have the facilities area of Block 77. Digga, als ob das mit drin ist. Digga, what the fuck? Sunny. Bro, das ist insane. Digga, man müsste eigentlich auswandern, no joke. Warum leben wir in Deutschland, Digga? Das macht gar keinen Sinn. Ich liebe Deutschland, aber das ist doch Quatsch.
Bruder, what the fuck? Bruder, was kriegst du für 380 Euro in Berlin, Junge? Einen feuchten Händedruck und eine verschimmelte Küche, Bruder, wenn es hochkommt. Nippo, very, very nice. Bro. Just relax a little bit. Also es ist unglaublich. Naja, Wirtschaft und so. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich meine, für jemanden wie mich, der so im Internet sein Geld verdient, wäre es so smart. Aber ich liebe Deutschland leider zu sehr. Wir haben einen großen Pool, 5. Stock, mitten in der Stadt. Es wird sich um alles gekümmert. Ich meine, ich liebe Deutschland und ich weiß auch, warum hier alles teurer ist. Es ist hier auch alles viel sicherer und so. Ist schon alles geil, so wie es ist hier. Deutschland ist ein gutes, es soll kein Hate auf Deutschland sein. Aber manchmal denke ich mir auch so, Bruder, ich könnte auch irgendwo für fucking den Zehntelpreis, könnte ich einfach einen Pool haben und eine chillige Einzimmerwohnung. Wirklich unvorstellbar. Was man hier für sein Geld, also ich komme wirklich nicht drauf klar. Kalt in der Umrechnung ist, so ist das wirklich unglaublich. Dieses Apartment mit dem Pool auf dem 5. Stock, mit einem Concierge unten, abgeriegelt, mit Sicherheit, mit Schranke, in dieser Lage an der Sukhumvit Road, kostet 83.000 Euro im Kauf. Das finde ich richtig krank. Und das letzte. Warte, wie viel kostet das? 80.000 Euro im Kauf. Das finde ich richtig krank. 80.000, Bruder, what the fuck? Und das lässt einen so ein bisschen zweifeln, ob man nicht doch mal für ein Jahr, für zwei Deutschland verlässt und das hier einfach super günstig mitnimmt. You should all move to Bangkok. Ja. Für weniger als die Hälfte des Geldes, was ich fürs Wohnungsprojekt ausgegeben habe, eine fertige, voll eingerichtete Wohnung kaufen zu können, ist völlig verrückt. Einer der Hauptgründe, warum ich eine Wohnung gekauft habe, und warum ich das Thema... Boah, aber Days Wohnung ist auch übelst geil geworden, muss man ehrlich sagen. Die ist richtig cool. ...mal so sehr interessiert, dass wir jetzt überall auf der Welt schauen, wo man für wie viel Geld lebt, ist, dass mir die Idee gefallen hat, mich mit einer Immobilie langfristig abzusichern. Vorsorge für schlechtere Tage ist unheimlich wichtig und um für schlechtere Tage vorzusorgen, muss man nicht gleich eine Wohnung kaufen und diese aufwendig renovieren. Das Ganze geht durch Clark, den Partner des... Classic! Hallo. Danke an Clark fürs Möglichmachen dieses Videos und euch viel Spaß weiter mit dem Video. Und jetzt von der günstigen Wohnung an der Sukhumvit Road zu den reichen und schönen in die Millennium Residence. Boah, jetzt geht's ab, Chad. Jetzt geht's ab. Jetzt wird's dumm. Ey, war Bangkok auch dieser Ort, wo es dieses Gebäude gibt, was so drei so Base-Dinger hat und dann ist oben wie so eine Art Schiff drauf? Oder wo war das? Das ist, glaube ich, nicht Bangkok. Ah, Singapur! Ja, Mann. Bro, das sieht so heftig aus. Bro, das sieht so crazy aus. Zweites Apartment in Bangkok, 50. Stock. 49th floor. Ein House Unit. Awesome. Ja, also wirklich eine riesen Wohnung. Mega, dass Pierre das für uns hinbekommen hat. Und die zeigen wir euch jetzt. Boah! Willkommen im absoluten Top-Apartment. 324 Quadratmeter, 49. Stock in Bangkok in einem sehr guten Viertel. Insgesamt besteht dieser gesamte Bereich aus 4 Towern, komplett abgesichert mit Security, mit Schranken und so weiter. Das Ganze ist Penthouse, also wirklich echtes Penthouse. 360 Grad außenrum, boah, Fenster crazy. Komplett vom Fußboden bis zur Decke. Für wie viel? Ist es dieses 2,5 Mio Ding? Wir haben Balkone in alle Richtungen, 4 Schlafzimmer, 4 Bäder und eine Menge Platz. Da die nächste Mod-Lan, Bro. Eingangsbereich, direkt rechts vom Eingangsbereich, haben wir einen sehr großen Essbereich, eine Tafel für insgesamt 14 Leute, mit einem Fernseher eingebaut. Super schick, hochqualitativ Trail. Eingerichtet. Man kann super einfach alle Vorhänge zu- und aufmachen. Man fühlt sich super wohl, also ein mega Up. Ich kenne nicht mal 14 Leute, ist egal. Auch wenn immer so 10 Stühle frei sind, Bruder, trotzdem holen einfach. Dave should work in real estate. Yeah. He's really good at this. He's better at presenting than me. Hier kommen wir in den großen Wohn- und Essbereich. Insgesamt haben wir 2 Küchen, dazu aber gleich nochmal mehr. Ein großer Wohnbereich, Fenster in alle Richtungen. Das Highlight für mich hatten wir so auch noch nicht. Eine Bar, die nicht nur im vorderen Bereich alles hat, was man braucht, okay, sondern einen Walk-in-Weinkeller. Also ich finde das nicht so okay, dass Dave gerade meine Drittwohnung zeigt. Ja, ist ein bisschen peinlich. Hier kann Wein gelagert werden bis zum Get-No. Wir haben noch einen großen Weinkühler, wo der Wein wirklich auf Temperatur gehalten werden kann. Hier kann gelagert werden. Das ist ein absolutes Highlight. Okay, so we have a small like office area. It's a little study area, because you have to remember this beautiful... Digga, hä? Willst du mir sagen, die machen alles so groß und die Study Area, Bruder, sieht aus wie so... Was ist das denn? Das ist ein Haufen Scheiße, das sieht aus wie so ein Abstellkammer, wie so eine Waschmaschine, Bro, was ist das? Views over the park right here. Digga, das ist ein bisschen goofy, Digga, das ist ein bisschen trash. Let's not forget the kitchen. Streamingzimmer, no joke. It's very, very big. The kitchen or the kitchens? The kitchens. Und das hier ist Küche Nummer 1. Die Küche, in der das Essen präsentiert werden kann. Hier wird relativ wenig geil, gekocht die Küche ist und richtig alles, nice. Was wirklich an Kochen passiert. Mann, Kücheninsel ist einfach wirklich
Ist einfach so schön, in meiner Opinion. Passiert in der hinteren Küche, damit das ein bisschen abgetrennt vom großen Wohnbereich ist. Durch den großen Flur, am Essbereich, am großen Balkon in Richtung Stadt vorbei, am Eingangsbereich vorbei, geht es quasi genau auf die andere Seite, die genauso groß ist wie der Wohnbereich, zu allen Zimmern. Auf der rechten Seite starten wir direkt mit einem kleinen, aber feinen Zimmer. Ich glaube, das ist das kleinste Schlafzimmer mit kleinem Arbeitsbereich, einem kleinen Bett und... Du hast gerade eine Küche. Ja, und dann zieh ich demnächst wieder aus, halt. Blick in Richtung Stadt. Dann geht es hier hinten weiter. Ich glaube, ich werde direkt wieder ausziehen, wenn ich hier ausziehen kann. For real. For real, for real. Ich glaube, in so einem Dreivierteljahr ziehe ich wieder um. No joke, ich will direkt raus hier. Hauptschlafbereich. Auf der linken Seite ein Kinderzimmer in Richtung Park. Auf der rechten Seite ein nach Kinderzimmer. Nach Berlin? Nee, ich kann nicht nach Berlin aktuell. Ich würde voll gerne, aber das glaube ich nicht. Richtung Stadt, riesengroß und direkt connected. Nach Düsseldorf, Bro! Nee, ey, sorry, ich liebe mein Leben. Was für Düsseldorf, Digga. Mit dem Elternschlafzimmer, dem Master Bedroom. Bro, ey, er kommt in Düsseldorf. Ja, Mann, übelst Bock. Moment you've all been waiting for. Very, very big Master Bedroom. Ja, Bruder, aber der Fernseher ist ein bisschen goofy, Mann. Stunning views over Benjamin Kitty Park. Der Fernseher ist so ein 200€ Samsung Apple TV, Android TV. Oh, der ist ein bisschen Quatsch. Die gleiche Kaffeemaschine im Hintergrund gewesen, die du abgefackelt hast in Berlin, Omega Lul. Nein, das ist eine andere. Und kurz, da muss man auch kurz nochmal sagen, nicht ich habe die Kaffeemaschine abgefackelt, sondern einen Homie, okay? Der unbedingt eine Pfeife anmachen wollte und sich auf Sponti dachte, hey, wie wär's, wenn wir ein fucking Millimeter neben der Plastik-Kaffeemaschine, die 2.000€ gekostet hat, wenn wir da mal auf Chillo den Kohlegrill machen und dann das Plastik von der Kaffeemaschine schmilzt in den Kohlegrill rein, das Ganze sich entzündet und halb die Wohnung angebrannt hätte, weil die komplette Küche auch aus Holz war. Mega geile Nummer. Arschgeil. Nee, Henke war's nicht. Henke hat meine Shisha-Bar mal kaputt gemacht. Da waren wir alle stoned und wollten, wir haben alle was getrunken halt und wollten Shisha rauchen. Und Henke kam so voll vercrackt einfach mit der Shisha um die Ecke, die noch in meinem Streamingzimmer stand und hat so diese Bowl unten, hat die so fallen lassen. Und er schwört bis heute, dass er mitgeholfen hat, wegzuräumen. Aber Dominik und ich waren auch da und es war 100% so, dass wir meinten, ich meinte so, ne, wie man halt so als Gastgeber so ist, ich meinte so, hey Digga, lass, ich mach das. Und anstatt, weißt du, man sagt ja dann so, nee, Quatsch, lass doch zusammen machen. Das würde man ja dann sagen. Hat Henke gesagt, okay. Und hat sich einfach hingesetzt, Bro. Ich hab's einfach alleine weggemacht. Der Mann hat meine verfickte Shisha kaputt gemacht, sie nie ersetzt und ich musste sie wegmachen, Bro. Wirklich so frech, so frech. Stunning views over Venture Kitty Park. And these are very highly sought after views. Alles wunderbar, alles sehr gut. Wait, man sagt, dass man das dann gemeinsam macht? Ja, normal. Oh, super schick und von hier geht es ins Bad en Suite. Wir haben eine freistehende Badewanne an den großen Fenstern in Richtung Stadt. Mega schick. Digga, ich will irgendwann eine freistehende Badewanne haben. Ich liebe das so sehr. Zwei Waschbecken an den Waschbecken vorbei. Mann, Menschen sind so dumm. Menschen sind einfach die dümmste Spezies, die es gibt. Bruder, ich habe so eine geile Wohnung und ich sehe das hier und denke mir so, ey, meine Wohnung suckt Ballsex. Und es ist so dumm. Es ist so dumm. Meine Wohnung ist obvious ziemlich cool, you know? Aber egal, ich glaube, es ist... Meint ihr, es gibt irgendwann einen Punkt, wo man sich das nicht denkt? Weil selbst so ein David Dobrik, der wirklich in so einer Ultra-Villa wohnt, postet regelmäßig so Insta-Stories, wo der so irgendwie irgendwelche krassen Villen anguckt, die nochmal das Zehnfache kosten von seiner und sagt so, oh mein Gott, wie geil. Es ist so dumm, warum ist das so? Bei einmal in die bodentiefe Dusche und einmal zur Toilette. Die beste Spezies ist von Paulana. Ach komm. Sammy, lass gut sein, Digga. Und das absolute Highlight, von hier aus geht es in den, man kann es fast Ankleide-Apartment nennen. Es ist riesengroß. Wir haben Schränke zu allen Seiten beleuchtet, Sammy, genug Digga. Platz für Taschen, für Schuhe. Es ist so viel Platz, dass in der Mitte so eine typische Rekamiere steht, um sich Schuhe anzuziehen, um sich hinzusetzen beim Anziehen. Wir haben wieder einen Ausblick nach draußen auf den Park. Also wirklich, das hier ist top, top. Notch. Und auch hier, das ist cool. Aber warum zum Fick war Dave? Beim Anziehen. Wir haben wieder einen. Warum ist Dave barfuß hier in der Wohnung unterwegs? Bro, was ist da los? Ausblick nach draußen auf den Park. Also wirklich, das hier ist top, top
Notch. Und auch hier in der teuren Wohnung gibt es natürlich eine Menge Freizeitangebot direkt im Preis mit inbegriffen. Pool, Gym und so weiter ist in einem extra Haus, in einem extra Bereich. Cringe, what the fuck, man muss rübergehen? Weil der gesamte Bereich eben aus 4 verschiedenen Gebäuden besteht und so das alle an einem Ort zusammenkommen ein können für den Pool, für den Gym und fürs Gym und so weiter. Hier eine riesen Pool, groß genug, um wirklich Bahnen zu schwimmen. Also scheint ja mega beliebt zu sein, das ist ja komplett wirklich outmaxed. Da sind ja richtig viele Leute schwimmen. Riesen-Fitnessstudio, das werden wir euch wahrscheinlich nicht zeigen können. Da sind ja viele Leute gerade zugange. Aber der Pool, das ist schon richtig, richtig geil. Das Wetter ist das ganze Jahr in Bangkok halt so, dass du ins Wasser gehen kannst. It's always hot, bro. Okay. In Bangkok. Crazy. In the middle of really big buildings, you have this. Digga, ein Tennisplatz ist so geil. Ja, also vollwertiger Tennisplatz inmitten dieser Riesenmetropole. Da oben irgendwo am 50. Stock haben wir gerade uns die Wohnung angeguckt. Unglaublich. So Pierre, how much would the rent be in this kind of unit? This was marketed at about 250. Bro, das ist ja der Überschnapper dafür. 1000 baht. What the fuck? In terms of the selling price, actually, the property is for sale. It is selling. Ey, no, Joe, das ist viel Geld, obvious. Aber das, Junge, was man dafür bekommt? 55 million. Für 2,3, was kriegst du in 2,3 Millionen in fucking Berlin? Nur 100 Quadratmeter. Eine 100 Quadratmeter normal ass 3-Zimmer-Wohnung, Bro. Das war's. But, which is niemand will in Berlin wohnen, Digga. Ja, okay, wo willst du sonst wohnen, Bruder? In fucking. Der Tennis weiß ich nicht. Ja, in Zeuthen irgendwo in Brandenburg kriegst du dafür wahrscheinlich auch ein Haus. Cool, Mann, aber keiner will in Zeuthen wohnen. Verstehst du, was ich meine? Schaut auf Zeuthen. However, when you look at how unique the property is, the fact that there's no other unit like this available at the moment on the market. Rede doch noch mal mit Basti, ob er das Annäherungsverbot fallen lässt. Dann könntest du zurück nach Berlin. Wir haben kein Annäherungsverbot. Really, really good property. Also eine Monatsmiete von 6.700 Euro. Awesome. Thank you so much. Really, really great apartment. Und hier auch nochmal ein riesen Dankeschön an Property Scout und besonders an Pierre, der uns die Wohnung gezeigt hat, der das alles für uns organisiert hat. Falls Digga, Pierre, so viel trainiert einfach. Property Scout und besonders an Pierre. Dass hier der Knopf fast geplatzt wäre. Heilige Scheiße. Pierre, der uns die Wohnung gezeigt hat. Der Knopf ist outmaxed. Der das alles für uns organisiert Scheiße, hat. Falls Digga. Ihr irgendwas in Bangkok sucht, zum Wohnen, zum Mieten, zum Kaufen, was auch immer, alle Links sind in der Videobeschreibung, die werden euch helfen Dave und haben für alle von euch die richtige Wohnung. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch wirklich nach Bangkok ziehen wollen, aber bei den Preisen könnte ich mir das schon vorstellen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne ein Like da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und natürlich bei der Agentur von Pierre und seinen Kollegen vorbeizuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.